Ey, nicht schießen, Mann. Gratulation, gute Arbeit, Männer. Falscher Alarm, die Scanner zeigen Green Bikes an. Ein Kanonenboot wird euch zum Schlachtfeld bringen. Das habt ihr gut gemacht, Bomb Squads. Sir, vielen Dank, Sir. Wir sind schon da, General. Ausgezeichnet, bringen wir die Schlacht endlich hinter uns. Zum Angriff. Könnt ihr wohl schon passen. Sir, wir sind in der Unterzahl. Allein schaffen wir das nicht. Vertrauen Sie der Macht. Die Macht wird mit uns sein, auch wenn wir heute verlieren. Jedi, als ich hierher kam, sah ich in dieser Schlacht nur Profit. Ich wollte den Planeten für mich alleine. Doch jetzt ist diese Gier eine persönliche Angelegenheit geworden. Ich fordere den Klonkrieger neben euch in der mandalorianischen Rüstung zu einem mandalorianischen Ehrenkampf heraus. Der Gewinner gewinnt den Planeten. Ich nehme an. Ja, ich weiß. Jetzt lernst du echte Schmerzen kennen. Ich würde sagen, der Planet gehört uns. General, ich glaube, wir können mit den Aufräumarbeiten beginnen. Doch dazu kam es für uns nicht. Ich und mein Team wurden zurück ins Lagerhaus geschickt, um den Senator zu befreien, der dort noch von ein paar SKDs als Geisel behalten wurde. Wir schalteten die SKDs aus und retteten ihn somit. Bei der Gelegenheit nahm ich auch gleich meinen Klonpanzer mit, der, wie ich dem toten Mandalorianer entnehme, den er getragen hat, ziemlich große Schäden aufwies. Aber naja, so ist der Krieg. Danach wurden wir mit einem Kreuzer auf eine Medi-Station im äußersten Rand geschickt, über einen unbekannten Planeten, als die Separatisten angriffen. Wir hatten einen Venator-Kreuzer und sie zwei Fregatten, die uns durch ihre Stellung überlegen waren. Daher wurden wir aufgefordert, uns zu den Rettungskapseln zu begeben und auf dem Planeten zu landen, beziehungsweise im All herumzuschwirren und auf Rettung zu warten. Rein mit euch, Jungs! Code, ist das Teil wirklich sicher? Ach, nach einer Zeit stellt sie mir die Frage nicht mehr. Ich weiß, sie haben uns getroffen! Was ist passiert? Verdammt! Das hat mir im Krieg gerade noch gefehlt. Gestrandet und abgestürzt auf einem wildfremden Planeten. Laut meinen Kenntnissen bin ich der Einzige in der Rettungskapsel, der den Absturz in dieses öde Sumpfgebiet überhaupt überlebt hat. Und was das Allerschlimmste ist, die Scanner zeigen Leben an. Sehr viel. Doch es gibt weder zivilisierte Einrichtungen noch Städte. Von einem Regierungspalast bzw. von einer Regierung ganz zu schweigen. Das ist wilder Raum. Hier herrscht der Stärkere. Ich habe auch schon einen Peilsender aufgestellt, damit mich die Republik findet. Logbucheintrag Ende.
Halt, keine Bewegung! Ein Klon? Ganz recht. Du warst also auch in der Rettungskapsel? Ja, ich bin frisch mit meiner Ausbildung fertig geworden. Nach dem Absturz versuchte ich, jeden Klonimpuls zu kontrollieren. Aber sie habe ich wohl übersehen. Sind wir wohl die einzigen Überlebenden? Was ganz anderes. Wie heißt du eigentlich? CT88-2730. Nicht die Nummer. Ich möchte deinen Namen wissen. Du hast doch sicher einen. Nun ja, meine Brüder nennen mich Edge. Ich bin Code. Komm, gehen wir zu meinem Lager. Dort bist auch du sicher. Das war jetzt schon 2 Tage her. Ich und Edge hatten uns die Arbeit auf dem Lager aufgeteilt. Wenn ich jagen ging, bewachte er das Lager und hielt es von jeglichen wilden Tieren, die nicht zum Fressen waren, fern. Der Bewegungsmelder zeigt uns immer wieder Schiffe an, die vorbeikamen. Doch es war kein republikanisches. Wir nahmen uns vor, falls in den nächsten Monaten ein republikanisches Schiff auftaucht, dass wir das nächste Schmugglerschiff nach Tatooine nehmen und von dort aus zusehen, dass wir wieder nach Coruscant kommen. Doch dazu kam es nicht. Und eines Tages, als wir jagen waren, oder besser gesagt, als ich jagen war, geschah etwas wirklich Seltsames. Vielleicht das Seltsamste, was mir im kompletten Krieg, die Klonkriege und im Bürgerkrieg jemals widerfahren ist. Irgendwas stimmt nicht. Hey, du! Sie sind tot. Tot gewiss, aber tot ist ein wenig extrem. Sind Sie ein Geist? Das kann man so oder so sehen. Was finde ich in dieser Höhle? Nur das, was du mit dir nimmst. Hast du verstanden? Nicht wirklich. Irgendwann wirst du es verstehen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum du mit der Rufnummer CC4487 angesprochen wirst? Ich kann es dir sagen. Ich war selbst dabei. Laut dem Programm solltest du ein Commander sein. Doch man hielt deine Genstruktur für untauglich. Und eine Änderung des Namens wäre nicht mehr möglich gewesen, da alles auf Kamino per EDV läuft und die Daten schon fix und fertig eingegeben waren. Also hat man einfach gesagt, Druckfehler, wenn du verstehst, Vertuschung, damit man nicht draufkommt, dass selbst Kamino Fehler macht. Code, ein Veneta-Kreuzer ist gerade ins System angekommen. Er hat gesagt, er schickt einen Transporter runter, der uns abholt. Aber du musst dich beeilen, sonst fliegen sie ohne dich. Und wir lassen dich nicht allein zurück. Aber... Sir. Sieh dir das an. Noch alte Phase 1 Trooper. Ja, die Teile waren echt unbequem. Was meinen Sie? Das sagen wir euch oben.